auf ihn weg zusammenhang, dass wir auch die Erkrankung erkennen, wenn wir innerhalb dieses Bezugssystems sehen und innerhalb bestimmter Konflikte. Ja, da müssen wir jetzt nicht. Ich habe noch keine weitere Konflikte, also ein Verhungerungskonflikt und einen Flüchtlingskonflikt, die Datierung von September letzten Jahres, als die Familie umzog von den kleinen Kurzwegen in Hammer. Und die Mutter, die also nur professionelle Lehrerin für Handarbeit und Kuchen ging und hervorragend kocht, die war nun wirklich weggegeben. Also, die wollte einen Flug, den er antreten hat, so angetreten. Und dann kochte die Oma, die meinte, das erbt nicht gut, aber sie kochte immer Schnitzel in viel Öl. Und die Familie in kleinen Konflikten auf der Erbse, der hat das nicht geschmeckt. Er hat gesagt, die Oma kocht brav. Und das war ein bisschen hart, aber das war so sehr gefühlt, wie es schmeckt mir nicht. Und ich meine, jeder von uns versteht, wenn jemand einen BMW geklaut wird, ja, das ist ein Konflikt. Aber wenn so ein kleines Konflikt auf der Erbse plötzlich statt der Oberschützen der Kapitän die Mutter kocht, plötzlich Schnitzel mit Öl serviert kriegt, dann kann das niemand verstehen, warum wir ein Verhungerungskonflikt haben. Aber man muss sich eben immer deutlich sehen, wie die Seele eines solchen kleinen Mädchens genau gut beeinflussen können, wie die Seele einer alten Frau oder eines Säuglings. Also, um jetzt dieses Thema abzuschließen, für Sie ist die Erkrankung der Urine innerhalb dieses Bezugssystems, das Sie eben haben, im Rahmen Ihrer Behandlungsmethoden ein Fall von Konfliktlösung. Ja, das kann man sogar nachweisen. Es gibt ein Video von der Universität Barcelona und da dieser Chef der Professorie und der Chef der Radiologsabteilung dieses Video nicht im ORF vor, nicht auf der nicht vor, aber es darf hier nicht nur gebildet werden, sondern für den Hammer wäre. Und in diesem Video sagt der Professor Rius, der Chef der Radiologie der Universität Barcelona, der Deutschen Universität Spanien, dass der Herr Hammer, das ist vollkommen richtig, ich kenne die neue Medizin und ich sehe diese drei Pferde im Gehirn und ich sehe diese drei zugehörigen Organe, Prozesse. Und das stimmt alles überall. Ich kann das bestätigen. Ich bitte um das nächste Gespräch. Guten Abend. Wir stellen mich zu. Ist es okay, was er dafür zu äußern? Ich bin ein Fachmann. Zum einen habe ich jetzt gesehen, dass der Herr Dr. Hammer die Leute mit Unfallaussagen verunsichert. Denn sie haben betont, dass kein Arzt der Welt eine eigene Dienst mit Chemotherapie behandelt. Ich kenne einen Arzt, der sein eigenes Kind, das man kennengelernt hat, mit Chemotherapie behandelt hat und es ist unbedingt gesund. Hier empfinde ich uns als gesunden. Also, darf ich dazu sagen, ich kenne keinen Arzt, oder dann werden Sie eigentlich kennen, dass der. Ich möchte nicht mehr von sich tun. Ja, also, ich kenne keinen Arzt. Ich glaube, der hat die Hand hier mit Chemo behandelt hat. Ein Zahnarzt, würde ich sagen. Nein, nein. Wenn ein Zahn, den ich tatsächlich mit Chemo behandelt hatte, dass ich dann gestorben. Aber sonst, ich kenne hier wirklich keinen einzigen Arzt. Nein, ich habe mir zur Grunde etwas sagen, es verkennen Sie, generalisierende Aussagen zu machen und auch in diesem Fall die Lehrerin um ihre Erfahrung und Wirklichkeit zu bringen, wenn sie einen Arzt kennt, der ein solches Kind gehabt hat und das mit der Chemotherapie gesucht wurde, dann ist auch das der richtige Mann festzustellen und die Generalisierungen bringen uns nicht weiter. Wir haben die Telefonnummer 4690, die Vorwahl von Graz ist 030. Ich bitte um das nächste Gespräch. Guten Abend. Ich sehe, dass es im Moment nicht funktioniert. Zurück zur Anerkennung der neuen Medizin. Herr Hammer, Sie haben früher davon gesprochen, dass Sie wollen, dass dieses Verfahren überprüft wird. Was unternehmen Sie jetzt weiter in dieser Richtung? Ja, es ist sehr schwierig, was zu unternehmen, denn die Sache liegt ja an sich an der richtigen Zustellungsstelle seit 14 Jahren an der Universität Tübingen. Nur, wenn die bei jedem Auto, wenn die Bremse nicht funktioniert, das heißt, wenn die Bremsplatte durchgeht und gesteuert ist, dann heißt es nicht, ja, ich glaube oder ich glaube nicht, sondern das muss geprüft werden und dann muss man abmachen und muss sehen, ob diese Bremse in Ordnung ist oder nicht. Und dort könnte
zu einem anderen Ergebnis kommt. Wir halten jetzt fest, denn Sie warten 14 Jahre auf dieselbe Prüfung. Ich bitte um das nächste Gespräch. Guten Abend. Ja, bitte, Wohlmut. Es wird Herr Wohlmut. Ich möchte gerne etwas fragen, warum Sie haben in Deutschland verbot für diese Therapie und ein Österreich anerkannt ist. Und außerdem möchte der Amazon, er schreibt um die ganze Frage herum. Und er lügt sowieso, weil wir im Fernsehen habe ich jetzt weg. Und damit der Alte wieder das Gleiche. Ich möchte das nicht bewusst nehmen. Und außerdem möchte ich dir noch was dazu sagen. Warum? Das hat, wenn er schon immer die Medizin, beziehungsweise die Ärzte festgestellt haben, dass der Tumor wächst und wächst und wächst. Und er sagt, nein, das bestimmt das nicht. Gut, das möchte ich dir sagen. Ja, für den Zweck interessant, ja.